Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crusaders of the Lost Idols. Mal wieder im Livestream und ich habe mir gedacht, besser spät als nie mache ich dann auch nochmal ein Video zum aktuellen Event, das jetzt eher schon fast wieder vorbei ist, aber Littlefoot's Big Adventure läuft immerhin noch ein paar wenige Tage, so 3 Tage noch. Und ja, ich bin leider nicht früher dazu gekommen, weil ich zur Fortbildung war in München und ich hatte prinzipiell sogar WLAN im Hotel und habe gedacht, ich kann im Hotel wenigstens abends dann hier und da noch ein bisschen Crusaders spielen. Arschleckenfeuerwerk. Also ich hatte WLAN, ja, definitiv, aber das war so langsam, dass gefühlt, ja, nicht nur gefühlt, dass so mindestens einmal pro Minute die Verbindung zum Server abgerissen ist bei Crusaders und dann dachte ich mir so, nee, ich kann hier teilweise nicht mal vernünftig Missionen starten. Nein, lasst mich in Ruhe. Geht weg. Und hab's dann sein gelassen und hab quasi eine Woche gar nicht gespielt. Hing aber natürlich nicht in einem Freeplay, sondern in irgendeinem Kack-Objective, wo auch noch Slots gesperrt waren. Das heißt, ich habe nicht mal voll viele Idols bekommen, sondern halt so einen Scheiß. Also ich habe halt weniger bekommen als nach den 5 Tagen Festival. Weil, keine Ahnung, 6 Slots komplett gesperrt waren und ja, war alles eher nervig, aber nun ja, was soll's. Ich habe, glaube ich, beim Reset 75.000 bekommen und ich hätte, wenn ich in einem Freeplay gewesen wäre, wahrscheinlich locker das Doppelte haben können. Aber nun ja, schade. Apropos Reset, wir resetten mal und wechseln tatsächlich rüber in ein Event-Freeplay. Das finde ich ganz okay. Nee, eine Million Idols wäre das nicht gewesen. Mit Sicherheit nicht. Aber ja, keine Ahnung. Ich denke mal, 150.000 wären auf jeden Fall drin gewesen. Aber nun ja, was soll's. So, Event Freeplay, bitte. Ich kann auch gleich noch ein paar Kisten aufmachen. Nicht, dass ich viele hätte. Aber ja, Littlefoot's Big Adventure ist im 2. Jahr angekommen, hat natürlich 2 neue Crusader. Nämlich, die Namen wurden von der Community festgelegt und wir haben jetzt Penny the Park Planner, glaube ich, heißt sie so, heißt sie Penny the Park Planner, sie heißt einfach kurz Penny und wir haben einen Bären, der Barry McBearface heißt. Mal im Ernst, was haben Sie auch erwartet, wenn Sie das Internet den Namen bestimmen lassen? Natürlich ist es Barry McBearface. Bitch, please. Es war von Anfang an klar. So, sie hätten es nur verhindern können, wenn sie gesagt hätten, wir nehmen das nicht mit in die Endauswahl. Okay. Ich habe noch ca. 26.000 Event-Tokens, die ich in 3 Tagen runterspielen muss. Ja, ich habe vorhin, als ich angefangen habe, auch über 20.000 gehabt. Also heute Morgen und habe dann erstmal einen ganzen Batzen Event-Freeplays gemacht. Hat sich richtig gelohnt. Ich habe 8 Silver-Chests bekommen. Die eine Jewel-Chest ist noch vom letzten Objective, das ich machen musste. Ja. Ich, 8 Freeplays, 8 Silver-Chests. Ich freue mich, ich freue mich. Nun ja, ich könnte mal Spawn-Speed reinhauen, das wäre gar nicht so verkehrt. Und dann sind wir hiermit auch gleich irgendwie durch. Außerdem hätte ich gern. Wow, das ist ja eine fantastische Formation. Denk an die Free Weekend Buff Kiste. Ja, die habe ich mir schon längst geholt. Die ist auch schon eingelöst und schon geöffnet. Ich würde sagen, zur Kampagne muss ich gar nicht mehr so viel erzählen. Wir gehen erst nochmal kurz auf die neuen Objectives ein, dann kümmern wir uns um die neuen Crusader. Das sollte hier im Hintergrund jetzt mit Sprint entspannt weiterlaufen, ne? Denke ich. Sollte es zumindest, theoretisch. Penny brauche ich eigentlich noch nicht. Brauchen wir aber gleich zum Angucken. Und der ist. Ah, die Mission ist aber fertig, okay. Ich würde sagen, nein, Barry McBearface ist auf Mission, aber nein, er ist just zurück. Sehr schön. So. Den. Nein, brauchen wir nicht wirklich Informationen, das ist schon okay.
bla. Formation ist ja erstmal wurscht, wir wollten uns um die Objectives kümmern. Die fand ich relativ unspektakulär, muss ich ganz ehrlich sagen. Um Penny zu rekrutieren, war halt so, gäbe es 300 und das Gold, was du nicht manuell, also mit dem Cursor aufhebst, also dass du mit dem Cursor drüber fährst, ist halt nur 0,1% vom Originalwert wert. Von daher war es halt so, ja, okay, ich habe halt krass reduzierten Goldfund-Bonus. Aber who cares? Bis Level 3 oder bis Area 300, niemanden interessiert das. Barry McBareface, um den zu rekrutieren, da sind ein paar Slots blockiert und das ist alles. Also man hat halt 3 Slots weniger zur Verfügung, ansonsten ist nichts Dolles da. Also auch sehr, sehr entspannt. Firefighters hatte, glaube ich... Ach ja, genau, das waren einfach Special-Gegner, die aufgetaucht sind, nämlich so kleine Flammen, die mehr Hitpoints haben und kein Gold droppen. Die waren zwischendrin immer mal mit bei. Und das waren so, ja, okay. Sie haben jetzt aber auch nicht massiv viele Hitpoints. Also ich glaube, ich habe die trotzdem insta-killed die ganze Zeit. Also ist jetzt nicht so nervig, wie man das von... Time-Lost-Bosses? Nee, keine Ahnung. Es gibt ja genug Objectives, wo irgendwelche random Gegner spawnen, die nervige Fähigkeiten haben. Da waren die Flammen sehr, sehr entspannt. Definitiv. Primal Rage war ein bisschen das Gegenteil vom vergangenen Event. Da durfte man nämlich für ein Objective... Oder ist das jetzt hier irgendwo mit bei? Bei Amusement Park of Doom? Nee, ich glaube, es war im vergangenen Objective... im vergangenen Event, dass da ein Objective mit bei war, wo man nur Crusader verwenden durfte, die kein DPS-Tag haben. Jetzt darf man, oder in dem Objective darf man nur Crusader verwenden, die einen DPS-Tag haben. Also keine reinen Buff-Crusader oder keine reinen Gold-Crusader. Was den Goldfund-Bonus sehr, sehr runterschraubt, weil man nicht einen, also zumindest aus den Haupt-Gold-Slots, aus den beiden Haupt-Gold-Slots, nicht einen einzigen Crusader verwenden kann. Das. Ach genau, das war hier Tier 4 Runaway, das war's. So richtig, so richtig. Ah genau, und ich habe es vertauscht, in Wirklichkeit durfte man keine Crusader benutzen, die einen Support-Tag haben. Also es ist fast das gleiche. Sehr, sehr ähnlich, sagen wir es so. Ja, also sprich, man klopft sich seine Formation mit DPS-Crusadern voll und dann ist halt gut. Burned Out war jetzt auch nicht wirklich spektakulär, auch das kennt man eventuell aus Tier 4 Objectives schon. Da kommen wieder diese Exhaustion Points dazu, nämlich dass die Crusader jede Stunde einen Exhaustion Punkt bekommen statt einem XP und dann eben entsprechend weniger Schaden machen und das stackt multiplikativ, also sprich man bekommt, keine Ahnung, nach einer Stunde machen die Crusader nur noch 5% Schaden, danach machen sie nur noch, oh Gott, 0,5%, nee, ist das 0,2% Schaden vom Originalwert? Keine Ahnung, ich kann gerade nicht kopfrechnen. Aber der Schadenswert wird halt pro Stunde immer weiter gedrückt, aber es war so, ja, okay, kriegt man dann auch relativ schnell durch. Wir haben 2 neue Crusader. Hatte ich ja gerade schon gesagt, Penny the Park Planner und Barry McBareface. Penny steckt im Slot von Sal und damit hat man leider einen DPS Crusader weniger, weil Penny schon so best in Slot ist. Also wenn man Penny hat, will man Penny verwenden. Ich zeige euch auch gleich wieso. Penny hat nämlich eine fantastische Fähigkeit, die wohlgemerkt keine Formation Ability ist, also man kann die nicht mit Mindy mimicken. Trotzdem unglaublich stark. Sekunde, so, jetzt meine Formation wieder laden. Und zwar werden Items, das ist hier dieses Trash Pickup, werden Items, die droppen, schneller aufgehoben. Das sehen wir gleich, wenn... hier mal der Sprint-Kram vorbei ist. Aber prinzipiell brauchen ja Quest-Items, wenn sie droppen, und auch Gold, ja immer eine Weile, die scrollen. Das scrollt ja hier immer noch so durch und wird dann irgendwann aufgehoben, wenn es nah an der Formation ist. Und mit Penny kann man eben diese Zeit reduzieren, in der die Sachen aufgehoben werden.
War das grammatikalisch richtig? Das klang gerade irgendwie komisch. Anyways, auf jeden Fall lässt sich damit eben die Zeit deutlich, deutlich reduzieren. Passenderweise gibt es gerade bei diesem Wochenende-Event jetzt auch noch ein Golden Epic dazu. Das ist seit langem mal wieder ein Golden Epic, was ich mir geholt habe. Es macht das Spiel einfach so unfassbar schnell. Sehen wir gleich, ich kann bis Area 250 sprinten und dann sehen wir das gleich mal, wie zügig das arbeitet. Also, keine Ahnung. Ich habe mit 100% Spawn Speed habe ich. Ich muss gerade mal überlegen. Wohlgemerkt auch nicht die ganze Zeit 100% Spawn Speed, sondern so die erste Hälfte. Aber ich habe in 3 Stunden, glaube ich, so um die 600, 700 Areas geschafft oder so. War schon ganz ordentlich. Mach mal Pennys Eimer auch Legendary, der Effekt ist gut. Ja, ich habe diese Woche schon 3 Legendaries gecraftet und würde jetzt eben 5 Catalysts kosten und ist mir einfach zu teuer. Von daher hebe ich mir das für nächste Woche auf. Hatte ich im Moment noch nicht so das Bedürfnis zu. Ja, mache ich dann aber auf jeden Fall noch bei Gelegenheit. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, wir wollten warten, bis das vorbei ist. Ich kann in der Zwischenzeit einfach mal auf Barry McBareface eingehen, beziehungsweise Penny die restlichen Upgrades angucken. 10% mehr DPS für alle, 15% mehr DPS für alle, das ist hier das Trash-Pickup. 20% mehr DPS für alle, Level 200 Upgrade, das heißt, sie bufft eben auch noch alle anderen Crusader ganz nett. Dann hat sie hier nochmal einen extra Buff, dass sie alle Crusader, die in der gleichen Reihe sind wie sie, um einen bestimmten Wert bufft. Was eben auch noch per Item verstärkt werden kann. Und dann erhöht sie nochmal den Schaden von allen Crusadern um 25%. Das ist schon. Also, sie macht nicht nur das Spiel schneller, schneller und schneller, nachdem sie jetzt auch nicht mehr laggt, sondern sie bufft auch noch ganz gut den Main DPS. Das ist schon ordentlich. Eigentlich nur ärgerlich, wenn man vorher Cell als Main DPS hatte und jetzt umstellen muss. Aber so ist das eben. So ist das eben. Barry McBareface ist eigentlich auch ganz entspannt. Der ist halt so DPS in einem Main-Buff-Slot. So, damit schießt er sich selber so ein bisschen ins Knie, weil eigentlich King Reginald, Queen Ziri oder Mr. Boggins, eine von den dreien möchte man schon irgendwie verwenden. Aber nun gut, was kann er? Er hat auf jeden Fall spannende Tags. Er ist Royal. Ich habe keine Ahnung, warum er Royal ist. Aber er ist Royal Animal DPS. Das ist jetzt nicht so selten. Draco hat das zum Beispiel auch. Aber für Missionen auf jeden Fall ganz nützlich. Er erhöht seinen eigenen Schaden für jeden Royal Crusader, der in der Formation ist. Dann erhöht er seinen eigenen Schaden 400%. Dann hat er Royal Command. Das haben ja eigentlich alle in dem Slot. Dann hat er eine nette Fähigkeit, die heißt Controlled Burn. Also die ist gar nicht so wahnsinnig toll. Aber prinzipiell, wenn wir ihn mal reinpacken gerade, ich packe den mal kurz für die Shadow Queen rein, auch wenn das nicht wirklich Sinn macht. Müsst ihr mal gucken, ihr seht hier gleich so kleine Flammen eventuell, wenn die Monster nicht so schnell spawnen und sterben. Gucken wir mal. Na, vielleicht sieht man sie auch gerade nicht. Doch, da hat man es gerade kurz gesehen. Ich lasse dir noch mal einen Augenblick drin, falls ihr noch mal einen Blick drauf werfen wollt. Auf jeden Fall steckt er alle 2,5 Sekunden. Ist das eigentlich schon verbessert? Nee. Steckt er alle 2,5 Sekunden ein Monster in Brand, so lange bis es stirbt eben, wobei es gar nicht Brandschaden nimmt. Also es ist gar kein Schaden über Zeit so gesehen, aber solange das Monster brennt, nimmt es 20% mehr Schaden von allen anderen Quellen. Was okay ist. Dazu gibt es auch noch ein Achievement, da komme ich gleich zu. Dann Level 200 Upgrade, klare Sache. Dann erhöht er nochmal seinen eigenen Schaden für jedes Monster, das brennt. Und dann kriegt er nochmal 150% für jeden Animal Crusader in der Formation. Also man kann den schon. Also diese Brandsache ist so ein bisschen meh, das ist eher so zum Tanken und Tanken macht man eigentlich eher selten, von daher ist es so
Ja, gut, so sei es. Ach, für die Ability gibt es auch gar kein Item. Okay, dann gibt es da kein Item für. Soll mir recht sein. Also, er ist einfach in einem ungünstigen Slot dafür. So. Also, so wirklich benutzen wird man ihn sehr wahrscheinlich einfach nicht. Die Formation hier ist übrigens auch eher so pseudo-sinnvoll. Also, die funktioniert, die ist deutlich ausbaufähig, aber ich hatte keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich faul bin. Ja, Achievement gibt's noch. Erstmal Missionen beenden, neu starten. Was ist hier? Oh ne, bevor ich das mache, schicke ich erstmal Barry und dich los. Ihr seid nämlich in 5 Minuten wieder da. So. 100% für jeden, der brennt, ist gut? Nee, nicht wirklich, weil die Monster brennen ja nicht lange, die sind ja sofort wieder tot. Das heißt, dieser Bonus wirkt praktisch gar nicht. Es sei denn, du tankst dich wirklich irgendwo durch. Dann ja, aber wann tankt man in diesem Spiel schon mal? Selten. Das ist eben so die Sache. Haben wir gerade eine Mission, wo Item, eine Area, wo Items droppen? Weil Penny's Golden Epic ist schon ein bisschen über. Also ihr seht ja auch, wie schnell das Gold aufgesammelt wird. Für einen Push ist es nett. Nee, auch nicht wirklich. Dafür ist er in einem zu niedrigen Slot. Aber... So. Jetzt guck mal, wie schnell die Würste aufgesammelt werden. Die würden normalerweise halt bis hier vorne hinscrollen, ohne Penny. Das macht das Spiel einfach massiv schneller, wenn man halt nicht aktiv spielt. Das ist schon ordentlich. Also macht es schon richtig, richtig zügig. Deswegen habe ich auch gesagt, okay, Golden Epic, seit langer Zeit hole ich mir mal wieder eins. Wir gucken mal, was die restlichen Truhen noch so hergeben. Eigentlich können wir hier jetzt auch locker resetten. Ich werfe mir gerade mal so ein. Kriegen wir noch eine Truhe. Und dann mal wieder ein normales Freeplay wechseln. Da muss ich Penny sogar noch irgendwo einbauen. Mal gucken, wo und wie ich das mache. Weiß ich noch nicht. Hey, die 9. Silver Chest am Stück. Hip hip, hooray. Dann kann das erstmal kurz laufen, dann kann ich die... Oh, auch nur Rare Materials, schade. Ach ja, ich habe übrigens noch super viele lange Missionen laufen. Das will ich gerade alles nicht, oder? Nee. Penny kommt auch gleich wieder in Formation. Du auch, ja. Ich habe gerade noch Legendary Wisdom laufen, der jetzt noch einen Tag geht für 3 Catalysts. Dann habe ich ein Upgrade für Phrytotron, hoffentlich. 98% und All Them Recipes mit 95%. Ich hätte All Them Recipes auch 97% haben können, aber dann hätte ich erst warten müssen, bis die Mission hier fertig ist und da hatte ich keinen Bock drauf. Von daher gucken wir mal, was da noch rauskommt. Das ist dann alles so morgen Nachmittag fertig. Also werde ich es irgendwann morgen Abend sehen, weil morgen Nachmittag bin ich arbeiten. Hurra. Mal kurz die Formation vollfüllen hier. Will ich wirklich noch Kiss als mein DPS verwenden? Ich bin mir unsicher. Also eigentlich will ich das nicht, aber ich habe auch keinen Bock auf eine Ilsa-Formation. Vielleicht nehme ich doch Shadow Queen als Main. Prinzipiell würde ich auch überlegen, ob ich Priestess of Time nehme, aber die hat im Moment noch so wenig EP. Das ist so das Problem. So, ist das die Standardformation? Wer fehlt denn da? Ach, Veronica fehlt, die ist auf Mission. Ja, dann kann ich da ja... Dann machen wir das doch so. Das geht doch. Wie sieht deine Priestess aus, vom Gear her? Beschissen.
Geht so. Also, Reduce Cooldown, was so ungefähr das unnützeste Item ist. Auf Epic, der Rest auf Rare. Von daher ist so, meh. Ich weiß gar nicht, was hat denn das für ein Legendary-Effekt? Taugt der was? Also nicht, dass ich den jetzt noch craften würde, aber... Ja, nee, der Legendary-Effekt ist halt auch kacke, danke. Von daher, ja... So, du dahin und dann können wir die Formation fast schon so lassen, oder? Ja, das funktioniert so. Das geht so. Kisten aufmachen wollte ich. Erstmal die hässlichen neuen Silver Chests. Aus 9 Silver Chests ein einziges Rare Item. Und sonst nur Duplicate Gear. Nein, das Used Match ist neu. Gut, dann habe ich aber zumindest alle 3 Items für den hässlichen Bären. Wenn ich das richtig sehe. Nein, da wollte ich nicht hin. Warum hat denn das nicht gewechselt? Da wollte ich hin. So. Und dann kannst du damit und, keine Ahnung, irgendwer anders. Mir egal. Der Rest bleibt da erstmal. Ist Frosty gerade zu Hause? Tatsächlich. So, was macht denn das dritte Item von Barry McBearface eigentlich? Ah, okay. Ja, alles klar. Unspektakulär. Auf das Achievement wollte ich noch zu sprechen kommen. Fällt mir gerade so ein. Mache ich gleich nochmal. Bevor ich das vergesse. So, aber erstmal ein bisschen mehr Schaden. So. Dann passt die Formation wieder. Jewel Chest machen wir gleich auf. Erstmal Achievement, bevor ich das vergesse. Das Event Achievement ist in dem Fall mit dieser Control Burn Fähigkeit, die ich gerade schon erwähnte, wo Monster mit in Brand gesteckt werden. Da müssen 20 Monster gleichzeitig brennen. Was relativ entspannt ist, einfach Tankformation mit Talia vorweg, Griffin hinterher, irgendwo ein Heiler dazu, damit Talia geheilt wird. Und dann halt irgendwo Barry McBearface rein. Und dann irgendwo hin, wo man nicht genug Schaden macht. Also ich habe die Formation einfach so aufgebaut, war eine halbe Stunde weg und als ich wieder kam, war das Achievement erledigt. So. Also es ist sehr, sehr unspektakulär. Sehr unspektakulär. Also sehr leicht zu holen. Halt wirklich einfach nur Tankformation aufbauen, sodass man halt 20 plus Monster tanken kann. Ohne dass zu viele dabei wegsterben und dann halt einfach Barry McBearface rein und fertig ist der Lack. Ja, so, eine Jewel Chest haben wir noch. Fantastisch. Fantastisch. Das Band-Aid hätte ich sehr gerne als Epic, nicht weil ich Ranger Reyna irgendwie viel verwenden würde, aber dann wäre sie wenigstens voll epic. Und die hat zumindest ganz nette Tags, also wäre zumindest auch nochmal ein Female Healer und das ist schon nützlich für Missionen und so, aber nun ja. Ja, insgesamt ich glaube, als ich Penny das erste Mal gesehen habe, habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Nicht ganz so sehr wie beim Yogscast-Event, nicht ganz so sehr, aber ein bisschen aufgeregt. So ein bisschen aufgeregt habe ich mich im ersten Moment schon. Weil es einfach ein weiterer, ja, letztendlich overpowered Crusader ist. Aber hey, es macht bei dem Spiel eh keinen Unterschied mehr. Es ist einfach völlig egal inzwischen. Es ist inzwischen einfach völlig egal. Ich meine, wir haben Terps, wir haben Bob, wir haben Billy, wir haben Baneral. Ob wir dann noch einen fünften... Oh, Mindy. Mindy, nicht vergessen. Ob wir dann noch einen sechsten überpowerten Crusader dazu bekommen. Crusader.
oder nicht, ist dann auch egal. Also es war so, ja, ist dann eben so, meine Güte. Meine Güte. Ja, ja, ja. Also es ist mir inzwischen auch einfach egal. Was ich schon gemerkt habe, da schauen wir ja auch gleich noch rein, bei Idle Champions of the Forgotten Realms, was mir da bislang sehr gut gefällt, auch wenn es erst die Closed Alpha ist oder nur die Closed Alpha, das hat bislang einfach ein sehr, sehr durchgängig stimmiges Design. Und bei Crusaders ist es inzwischen so, es hat einfach kein einheitliches Design mehr. Also, Punkt ist, die haben natürlich alle noch den gleichen Zeichenstil, das meine ich damit nicht, oder den gleichen Animationsstil, aber es ist halt so, es ist halt von der Art und Weise, was wir für Crusader haben, ist da halt null Einheit drin, null Linie. Es ist so, keine Ahnung. Wir haben halt irgendwelche Clowns und Engel und irgendwelche Tiere und irgendwelche Tiere, die keine Tiere sind, sondern Roboter. Und dann kommen aber plötzlich auch Elfen und Orks mit dazu. Und dann haben wir noch Leute in seltsamen Kostümen, wie zum Beispiel einem Jaffa Cake Kostüm. Und es ist irgendwelche Aliens und es passt so. Also nicht, dass das Spiel irgendwie Lore hätte, aber es passt so in dem Zusammenhang, passt es irgendwie gar nicht mehr zusammen. Also diese ganzen Crusader haben halt von vorne bis hinten nichts miteinander zu tun, solange sie nicht irgendwie aus dem gleichen Event kommen. Und das ist so, wenn ich die Qualität hochschraube, laggt das Spiel weniger, aber es laggt im Moment gar nicht. Habe ich das Gefühl. Es läuft eigentlich relativ flüssig. Möchte ich behaupten. Aber ich kann gern die Qualität hochstellen. Aber eigentlich will ich das gar nicht. Es stockelt. Okay. Meinetwegen, wo ist High Quality? Fullscreen. Chest Animation. Low Quality Mode hier. Ja, läuft gleich viel flüssiger. Gott, nee. Ich glaube, die Animation kann ich mir nicht antun. Nee, da werde ich bescheuert bei. Tut mir leid, da fliegt mir einfach zu viel Gold durch den Bildschirm. Nein, Low Quality bleibt an. Ach ja. Ich habe kaum noch Crusader, die unter 400 EP haben. Also ich habe schon noch ein paar, keine Frage, aber ich könnte mal die Stats aktualisieren, wa? Dann blende ich den Chat mal ganz kurz aus. Der ist, wo ist er denn? Welcher von diesen vielen Rahmen ist das denn? Ist das der? Ja, sehr schön. Stats aktualisieren, yay! Hattest du schon mal die 60 EP für 3 Crusader-Missionen? Nein, hatte ich noch nicht. Hatte ich in der Tat noch nicht. Stats. Du hast sie zum dritten Mal. Wie schön für dich. So, wir haben 4,31 Millionen, was deutlich mehr sein könnten. Heißt, Area hat sich nicht verändert. Wir sind bei wie vielen? Ich muss meine Formation noch kurz ändern, Sekunde. So. Wir sind bei wie vielen Resets? 1600 plus. Und Total Crusaders, irgendwann bekomme ich auch das in meinen Kopf, sind 44, Full Epic sind, ich meine, es sind inzwischen 45. Auf jeden Fall müssten wir bei 46 Legendaries sein. Das lässt sich aber relativ schnell nachprüfen. Oh, bei 49 sogar.
Stimmt, war ja auch eine Woche dazwischen, wo ich trotzdem noch Items gecraftet habe. Ja, ja. 49 Legendaries. Jetzt ändere mal das Chats in Stats. Nö, mal jetzt nicht, weil ich blende eh gleich den Chat wieder ein. Von daher ist das jetzt nur kurz. Ich glaube, Full Epic sind in der Tat jetzt 45, aber das muss ich nachgucken. Ich könnte es durchzählen, aber es ist mir jetzt zu umständlich. Von daher, zack, Chat wieder hin. Passt. Ich weiß, ich instakille nicht mehr, ist schon gefixt. Keine Panik. Alles schön. So, du beschwerst dich noch, weil du neuen Loot hast. Ja, ja. Diese nervigen kleinen Sternchen. So, was ist hier schon wieder los? Sind die Goldmissionen schon wieder am Durchseiern oder? Nö. Hey, ist doch gerade keine Mission dazugekommen und fertig ist auch nichts. Welche Schriftart ist das eigentlich? Das ist Lato Black oder Lato Black. Also schreibt sich ganz stumpf L-A-T-O. Müsste es zumindest sein. Warte, lass mich nochmal nachgucken. Moment, wo habe ich denn die Stats? Ja, ist es. Sollte eigentlich bei allen Stream-Sachen die Schriftart sein. So, dann haben wir, glaube ich, zu dem Event so ziemlich alles abgefrühstückt, möchte ich behaupten. Eigentlich müsste dann alles durch sein. Das Achievement gemacht, ist die Crusaders angeguckt, die Objectives durchgekaut, Kisten aufgemacht. Ja. Und ich habe mich gar nicht so sehr aufgeregt, dass Penny total overpowered ist. Es ist okay, finde ich. Ist okay. Finde, jetzt habe ich mir einen Schluck Kaffee verdient. Die Jewel Chest können wir noch aufmachen, ja. Und das können wir definitiv. Nee, Moment, habe ich die Jewel Chest nicht? Die habe ich schon aufgemacht. War halt nur Scheiß drin. War halt nur Kack drin. Ja, da war, glaube ich, dann doch nochmal das Ankommen Streichholz für Barry drin, statt nur dem Kommen. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Erzähl über deine Woche. Über meine Woche kann ich nicht so viel erzählen. War halt auf einer Fortbildung in München. Ich muss sagen, Zugfahrt war erstaunlich entspannt, auch wenn ich jeweils rund 6 Stunden mit dem Zug unterwegs war, sowohl hin als auch zurück. Ging erstaunlich gut. Das Umsteigen gestern war ein bisschen umständlich. Ich musste einmal umsteigen und hatte prinzipiell 10 Minuten Zeit. Wir hatten 11 Minuten Verspätung. Es wurde aber im Zug durchgesagt, dass man den Anschlusszug erreicht. So, okay, dann wartet der wahrscheinlich, aber der wartet auch nicht ewig. Nun ja, schauen wir mal. Wurde halt gesagt, irgendwie Abfahrt war eigentlich 14.04 Uhr von dem weiterführenden Zug und dann sollte, also war ursprünglich und hat sich dann verschoben auf 14.06 Uhr oder 14.07 Uhr. Naja, ich war auf jeden Fall um 14.05 Uhr dann aus meinem Zug raus, sprintete also runter in die Bahnhofshalle, Bahnhofsgang, was auch immer, also vom Gleis runter zu meinem Gleis hoch, wo der Zug abfahren sollte. Nur um festzustellen, dass das Gleis gesperrt ist und der Zug, also mein, den ich kriegen sollte, auf dem Gleis abfährt, auf dem ich gerade angekommen war. Das heißt, ich hätte da einfach ganz ruhig stehen bleiben können. Sie hätten aber, finde ich, im Zug auch einfach mal durchsagen können, dass der einfach nach uns dann das Gleis anläuft. Und einfach so, ja, falls Sie den ICE nach Tralala nehmen wollen, dann bleiben Sie einfach an dem Gleis.
Wenn sie halt eh eine Ansage für alle Anschlusszüge machen, hätte man das einfach noch mitsagen können. Hätte vielen Leuten viel Lauferei erspart. Aber, lange Rede, ich habe den Zug wenigstens noch bekommen. Von daher, ich dann letztendlich nur 10 Minuten später als geplant zu Hause oder 15. Das war okay. Auf der Hinfahrt hingegen, auf der Hinfahrt war es genau andersrum. Auf der Hinfahrt musste ich auch einmal umsteigen. Und laut Fahrplan sollte ich irgendwie um 12 Uhr 50 irgendwie da ankommen und 13.11 Uhr sollte es weitergehen. Also ich hatte so knapp 20 Minuten zum Umsteigen. Ich glaube 18 Minuten waren ursprünglich geplant. Also alles sehr, sehr entspannt. Wir waren 20 Minuten früher da. Wir waren einfach ohne Scheiß 20 Minuten zu früh da. Ich habe dann 40 Minuten in diesem verkackten Bahnhof rumgehangen. Mein Zug, mit dem ich angekommen bin, hat dann halt auch, weil der halt seinen Plan einhalten musste, 20 Minuten im Bahnhof gestanden. Ist so sinnlos. So sinnlos. Aber ja, einfach mal 20 Minuten zu früh da mit der Deutschen Bahn. Passiert. Hätte ich nicht gedacht. Aber passiert. Ja, ansonsten war entspannt. Definitiv. Zugfahren war entspannt. Ich habe viel Hörspiel gehört. In der Tat, ich habe Monster 1983 von Ivar Leon Menger gehört, fast durch. Fehlen mir jetzt, glaube ich, noch, keine Ahnung, die letzten 2 Stunden oder so. Ist bislang ganz cool. Also ich weiß noch nicht, wie die Auflösung ist, aber wenn die Auflösung nicht mega kacke ist, ist ein sehr cooles Hörspiel. Kann ich empfehlen. Ansonsten habe ich von München nicht wahnsinnig viel gesehen, weil ich halt auf Fortbildung war und jeden Tag von 9 bis 19 Uhr Programm hatte und danach nicht mehr wahnsinnig viel gemacht habe. Wobei, mein erster Abend in München war schon sehr, sehr großartig, war schon fantastisch. Ich habe halt Hotel in der Nähe vom Hauptbahnhof gehabt und ich habe dann Orientierungssinn wie, keine Ahnung, eine blinde Kuh im Dunkeln, so ungefähr. Also mein Orientierungssinn ist schrecklich. Also ich verlaufe mich jetzt nicht nach 5 Metern, aber ich würde halt niemals blindlings erstmal so 10 Minuten in oder eine Viertelstunde in irgendeine Richtung in einer fremden Stadt laufen, in der ich noch nie war. Weil dann ist so, ah fuck. Aber wobei, also mit Handy wäre es halt auch kein Thema, ne? Mit Google Maps oder mit Navi findest du ja eh mal wieder zurück. Aber es war halt so, ja okay, ich habe halt keinen Bock, ständig aufs Handy zu gucken und habe dann quasi so erstmal größere Kreise um mein Hotel gezogen, bin da halt so ein bisschen so rumgependelt, hab ein bisschen, ja, in quasi alle Richtungen des Bahnhofs mal geguckt, was es da noch so gibt und wollte eigentlich nur einen netten Biergarten haben, wo ich draußen sitzen und ein Bier trinken kann. Es ist München, ich hatte den Tag quasi frei und ich dachte mir, hey, es sind irgendwie 27 Grad oder so, finde ich, könnte mal entspannt in dem Biergarten sitzen. Ich habe es bedauerlicherweise nicht bis in die Altstadt geschafft. Das war so mein Problem. Stattdessen habe ich, glaube ich, auch den hinterletzten Winkel des Bahnhofsviertels abgegrast. Und Bahnhofsviertel ist halt so, auch in München eben, Bahnhofsviertel. Also, ich habe in dem Rahmen nicht einen Biergarten gefunden, zumindest nichts zum draußen sitzen. Sehr, sehr viele seltsame Stehfressbuden. In einer wurde gerade auf der Straße lautstark drüber diskutiert, wie schwer es jetzt ist, 5 Kilo Koks zu beschaffen. Kein Scheiß. Ich bin da dran, das war irgendein Asiatenimbiss, keine Ahnung. Und da saßen halt Leute oder standen vorne Leute und im Vorbeigehen, das war der einzige Satz, den ich da aufgeschnappt habe, war so, weißt du, wie schwer es jetzt ist, jetzt 5 Kilo Koks zu beschaffen? Und wir so, ja, gut, hier möchtest du dich vielleicht nicht hinsetzen. Nicht unbedingt. Und habe einen Haufen oben ohne Bars gefunden, in denen ich nicht drin war. Ich wollte ja eigentlich in den Biergarten. Ja. Und eine Menge sehr, sehr zwielichtige Straßen, eine Menge Pfandleihen, eine Menge Gold- an- und Verkaufläden war, ja. Ich hätte einfach schauen sollen, wo die Altstadt ist und in die Altstadt gehen sollen. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Aber hey, was soll's. Ich war dann zumindest 2-mal noch im Biergarten. Nicht an dem Abend, aber in der Woche zumindest.
Ach ja. Das war nur, verstehen Sie Spaß mit dem Koks? Ich glaube nicht. Die sahen alle nicht so aus. Die sahen alle nicht so aus, als wäre das nur Spaß für die. Ja, war schon. War auf jeden Fall ein Erlebnis. Keine Ahnung, ich bin halt 2 Stunden durch München gelaufen. Halt in so erweiterten Kreisen um den Bahnhof. Und ich habe, glaube ich, wirklich jede anrüchige Seitenstraße, die es da gibt, einmal mitgenommen. War schon sehr unterhaltsam. Aber was in der Tat sehr cool war, war am Sonntagabend. Eine ehemalige Kollegin von mir arbeitet jetzt im Matheser Filmpalast, also einem großen Kino in München. Und Koks ist Money, Koks ist Life? Ich glaube nicht. Mit der Kollegin habe ich mich halt Sonntagabend noch getroffen, die hatte den Abend halt auch frei. Mit der halt was trinken gegangen, mit der halt ein bisschen gequatscht und dann meinte sie so, hey, wollen wir uns noch das Kino angucken? Ich so, ja klar, voll gern. Interessiert einen ja dann irgendwie beruflich auch so ein klein bisschen, wie halt andere große Kinos aussehen, was machen die anders, was machen die besser, was machen die schlechter. Und das Matheser ist super verwinkelt. Das ist, geht, keine Ahnung, ja, letztendlich über so 2,5 bis 3 Etagen, je nachdem, wie man das aufteilen möchte. Und es ist super verwinkelt alles. Also, wenn man das erste Mal da ist und einen unglücklichen Saal erwischt, hat man, glaube ich, schon Probleme, seinen Saal zu finden. Ist alles sehr mysteriös. Es ist halt auch ein Kino, was halt einfach in so eine riesige Mall, also so riesig ist die Mall gar nicht, aber ist halt in so eine Mall reingebaut. Und das macht es halt alles super strange. Aber prinzipiell ein sehr, sehr cooles Kino. Die haben in ihrem größten Saal dann auch mir noch eine kleine Demo-Vorführung gegeben. Das war ganz cool. So eine Privatvorstellung nach der letzten Vorstellung quasi. Also letzte Vorstellung war da irgendwie 22:30 durch oder so. Und als die ganzen Leute dann raus waren, habe ich halt noch so eine, ja, ich sag mal 15, ja, 10 bis 5, ja, eher 10 Minuten, glaube ich, aber so eine rund 10 Minuten Tech-Demo bekommen. Und zwar haben die halt Dolby Atmos, das kannte ich prinzipiell schon, aber Dolby Atmos ist halt schon ein geiler Sound, gerade wenn man eben einen entsprechenden Demo-Clip dafür hat. Und die haben Ambilight, heißt, die haben nochmal indirekte Wandbeleuchtung, also die, wo du halt nicht direkt die Leuchtmittel siehst, aber die können halt farbig die Seitenwände neben der Leinwand noch beleuchten. Und das wird bei Filmen leider nicht eingesetzt, weil die Verleiher das nicht wollen, weil das, keine Ahnung, zu sehr ablenkt, was weiß ich, keine Ahnung, möchten die Verleiher auf jeden Fall nicht. Aber es lief auf jeden Fall beim neuen Star Wars Spot mit und wenn du dann, keine Ahnung, halt groß Kylo Rens Lichtschwert im Bild hast und das Bild halt hauptsächlich rot ist, dann in Häkchen glühen die Wände neben der Leinwand halt auch noch so rot mit und wenn du halt so einen, keine Ahnung, Blick auf die grüne Insel hast, wo Luke Skywalker ist, geht halt das Licht so ein bisschen grün mit und das verschafft dir schon eher noch so den Eindruck, da halt so mittendrin zu sein letztendlich und also es lässt die Leinwand letztendlich größer wirken. Du hast da nicht wirklich Bildinformationen, aber du hast in den Augenwinkeln eben noch die Farbe, die weitergetragen wird. Und das ist schon sehr, sehr geil. Und was auch richtig geil ist, die haben quasi direkt von der Oberkante der Leinwand in den Raum rein so einen fetten LED-Sternenhimmel. Und gerade am Ende vom Star Wars-Trailer, wo du halt natürlich nochmal die ganzen, also ne, schwarze Hintergrund, haufenweise weiße Sterne und dann halt nur den Schriftzug. Dazu geht halt noch dieser fette Sternenhimmel mit an und macht halt dieses Weltraumgefühl nochmal richtig fett. Und es sah schon geil aus. War schon nice. Also allein dafür hat sich's definitiv gelohnt. Kann man mal machen. Frage nebenbei, wie sehen deine Crusader EP-mäßig aus? Bei mir nähert es sich dem 400er Ende, da müsstest du, also abgesehen von den Crusadern, die ich eh nicht auf 400 ziehen werde, weil sie ständig Informationen sind, bin ich so gut wie fertig. Also Priestess of Time und Agent 69 brauchen natürlich noch. Die sind halt jetzt so auf 200. Aber, also letztendlich sind es nur die jüngsten Crusader, die noch nicht auf 400 plus sind, weil da eben die Zeit gefehlt hat bislang. Ich habe ja auch eine Woche quasi, ja, gar keine EP-Missionen gemacht jetzt. Das macht sie natürlich auch bemerkbar. Aber, ja, abgesehen von den jüngsten 10, würde ich mal sagen, und denen, die ich eh ständig Informationen habe, sind eigentlich alle auf 400.
Also da bin ich soweit durch. Weiß nicht, ich glaube, Red und Slizzy sind nah dran. Genau, Slizzy ist auf 360. Red ist auf 366. Also die nähern sich der 400er Marke. Wer kam denn danach? Grenmora war deutlich früher, ne? Ja, deutlich. Wer kam denn danach? Danach kamen die beiden hier, glaube ich. Und was war das vergangene Event? Ich habe schon wieder vergessen. Das ist 2 Wochen her. Hab mein Gehirn total mit dem Stoff von der Fortbildung voll. Ach, genau. Robo Queen und Zombie Winter. Dankeschön. Ja, die müssten auch irgendwo so um 200, glaube ich, rumeiern. Gucken wir mal. Robo Queen ist ja 207. Zombie Winter ist 202. Ja. Ich knacke dieses Event die 900, habe Deep Idol Scavenger ausgelevelt und Extra Training auf 14. Sollte ich das erstmal weiterleveln oder lohnt es sich, was anderes zu leveln? Moment, hier wollte ich nicht hin, ich wollte hier hin. Deep Idol Scavenger hast du ausgelevelt. Es wird schwierig, Idols over time zu leveln, wenn er in diesem Event erst, oder sie, er oder sie, dieses Event erst Area 900 knackt. Für Idols over time brauchst du leider Area. Ach nein, doch, Moment. Ich dachte gerade, es wäre 1200. Nein, vergesst es. Ich bin einfach nur blöd. Auf jeden Fall Idols over time. Wenn du es über hast, Idols over time. Einen Punkt reinsetzen. Lohnt definitiv. Ist scheiße teuer, Idols Overtime, aber lohnt. Auf jeden Fall. Ansonsten würde ich Extra Training und Superior Training, die machen ja letztendlich dasselbe, musst du immer gucken, was gerade günstiger ist zum Leveln, wenn du die weiterlevelst. Ja. Also du kannst halt Superior Training auch schon anfangen, wenn du Extra Training erst auf 20 hast oder so. Ich glaube, bis Level 20 oder 25 oder so ist Extra Training noch günstiger. Dann wird Superior Training erstmal eine Weile lang günstiger. Irgendwie so. Und ja. Wenn du 25.000 über hast und... Nee, das lohnt eigentlich noch nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn du 25.000 über hast, kannst du Tier 4 Objectives unlocken, aber es lohnt einfach noch nicht. Es lohnt einfach nicht. Wie kommst du eigentlich auf Agent 69? Verstehe ich nicht. Naja, sie heißt halt Agent 79 und... Entschuldigung, also abgesehen davon, dass sie gerade auf Mission ist, aber... wo läuft denn die gerade mit? Hast du die mal angeguckt? Ich meine, wenn die nicht dazu da ist, um ihre Gegner zu verführen. Also, ich finde, da ist Agent 69 jetzt nicht so weit entfernt. Ich glaube, mein Handy hat gerade geklingelt. Lass mich mal kurz drauf gucken. Nicht, dass es von der Arbeit war. Sekunde. Nee, war nur Telegram. Okay, da kann ich mich auch gleich noch drum kümmern. Das ist okay. Irgendwie erinnert mich die an Kim Possible. Ja, nur mit einem breiteren Kopf, aber ansonsten sieht die total nach Kim Possible aus. Stimmt schon, stimmt schon. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ach, bei den Talenten. Ansonsten, was auch noch ganz gut ist, ist auf jeden Fall Fast Learners. Falls du da nicht schon massiv Punkte reingesteckt hast. Fast Learners ist halt super für Nate auf jeden Fall. Fast Learners ist super für Littlefoot. Und Detective Kane hatte, glaube ich, noch einen Legendary-Effekt in der Hinsicht. Fast und allgemein auch einfach für jeden Main-DPS ist das definitiv praktisch. Fast Learners ist schon eine nette Sache. Ansonsten, wenn es dir erstmal nicht wirklich um Schaden geht, also wenn du
Insta-Kills, bis du dein Max-Level erreicht hast, dann würde ich ja entweder so die ersten Level Idols Over Time kaufen, vielleicht ein Level Sprint dazu, wenn es drin ist. Sharing is Caring ist ja, ist Tier 2. Ich glaube, das ist eher gerade nicht so wichtig. Es gibt Auto Advance bei Idol Champions of the Forgotten Realms. So ganz nebenbei. Aber da komme ich gleich zu. Ja, ich würde sagen, wir sind hier mit Crusaders auch durch und wechseln mal rüber. Finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Gerade ein gutes Stichwort. Ja. Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Angenehmen Tag noch. Und bis zur nächsten Folge. Irgendwann dann wahrscheinlich zum nächsten Event. Macht's gut, haut rein und tschüss.